das hat man. Coach, wir sind wieder da auf dem Trainingsplatz, heute natürlich bei einem relativ knackigen Wetter. Es war auch eine knackige Einheit für die Jungs. Nimm uns mal mit, was waren heute so die ersten Ansätze und Abläufe? Ja, dann gebe ich dir gleich mal mit, dass die Jungs noch ein bisschen mehr zu erwarten haben. Ganz so knackig war es ja nicht, sondern ein lockerer Aufgalopp. Wir haben ein bisschen Technik gemacht, wir haben ein paar Passformen gehabt, wir haben die Jungs noch mal spielen lassen. Hinten raus noch mal einen konditionellen Reiß, wir wollten sie noch mal ausbelassen, dann den ungeliebten Shuttle-Run-Test dann durchgeführt. Und ja, bei den Temperaturen sicherlich nicht ganz so angenehm, aber ich glaube, sie sind ganz froh, dass sie wieder auf dem Platz stehen dürfen. Du hast es gerade schon leicht angerissen. Es scheint also so zu sein, als ob ihr ein bisschen was vorhabt jetzt in der Vorbereitung bis hin zum ersten Pflichtspiel. Wo sind da so die Ansätze? Was ist da so das, wo du jetzt den Fokus drauf legen willst, generell vielleicht? Ja, wir werden nicht übertreiben. Ich glaube, man kann in 6 Wochen nicht das trainieren, was man 6 bzw. 12 Monate braucht. Wir haben ja viele Spieler aus der letzten Saison immer noch bei uns. Unser Kader ist sehr stabil, wir haben Gerüst. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir in allen Bereichen die jungen Spieler und neuen Spieler natürlich auch schnell einbinden, dass wir im Spiel gegen den Ball vornehmlich arbeiten. Das ist ja auch etwas, wo man erstmal eine Charaktereinstellung zu braucht und vielleicht nicht unbedingt dann eine Qualität. Dann irgendwann das Ganze mit Qualität gepaart. Wir wollen im Trainingslager viel arbeiten, mit dem Ball arbeiten. Und ja, wir haben viele Testspiele, wir können viel ausprobieren und wollen natürlich maximal gut vorbereitet sein. Dann nicht nur für den ersten Spieltag, sondern ja, für den Lauf der Saison. Du hast es gerade schon angesprochen, der Kern der Mannschaft ist da, es sind aber auch neue Gesichter dabei. Wie war vielleicht generell der erste Eindruck aus den ersten Gesprächen mit unseren neuen Spielern, aber vielleicht auch mit dem Kern? So, was ist die Resonanz jetzt für die kommenden Wochen von den Spielern auch selber? Ja, ich glaube, neu natürlich für unsere Fans und da können sie sich auch schon auf gute Jungs freuen. Also mit Yannick Engelhardt, Vincent Vermeer haben wir schon 2 Spieler jetzt dazu bekommen, die zum einen richtig viel Bock auf die Fortuna haben, die den nächsten Schritt gehen wollen, die Potenzial gezeigt haben. Vincent, einer der Top-Torjäger der dritten Liga, dann Yannick dazu, einer der Top, wenn nicht sogar der Top-Mittelfeldspieler der dritten Liga. Also mit Freiburg viel erreicht, noch jung in ihrem Bereich, also Vincent ein Stürmer, der noch nicht fertig ist, Yannick ein Mittelfeldspieler, der vom Alter her auch noch nicht so weit ist. Und das ist etwas, darauf können wir uns freuen. Das sind Jungs, die Bock drauf haben und die wollen wir jetzt schnell einbinden in das ganze Gefüge. Und dann sind sicherlich noch neue zusätzlich willkommen, weil ja noch ein paar Veränderungen auch anstehen innerhalb unseres Kaders. Du sprichst es gerade zum Schluss schon wieder an, nimmst du die Frage fast wieder vorweg. Es wird natürlich auch noch Veränderungen im Kader geben. Welchen Einfluss nimmt das dann vielleicht auch für dich auf diese Trainingseinheiten, auf die Trainingssteuerung, Planung jetzt für die nächsten Wochen, weil das Transferfenster ja auch relativ lange geöffnet ist in diesem Jahr? Genau, deswegen als Trainer bereitet man sich dann darauf vor. Wir haben jetzt, habe ich ja gerade angedeutet, eher die Idee, wie wollen wir gegen den Ball Fußball spielen. Das ist dann eher etwas, was die Spieler relativ schnell lernen können. Auch die, die etwas später zu uns stoßen, die Spieler, die dann vielleicht auch erst im Laufe der Vorbereitung im Trainingslager zu uns kommen, die werden sicherlich dann auch ein bisschen mehr Input haben, ein bisschen nachholen müssen. Aber da geht es dann auch viel, dass wir schon im taktischen Bereich arbeiten, im technischen Bereich vielleicht noch deutlich mehr arbeiten. Da geht es dann so an den Feinschliff zum Ende der Vorbereitung, aber immer noch die Möglichkeit, dass jeder, der noch zu uns stößt, noch aufholt. Kann und dann auch auf dem Niveau, auf dem Level ist der anderen, weil, wie du gerade ansprachst, Ende August schließt erst das Transferfenster und somit ist es natürlich noch sehr viel Bewegung drin bei anderen Vereinen. Wir haben ja auch noch ein paar interessante Spieler und beobachten natürlich auch noch ein paar interessante Spieler auf dem Markt. Zum Abschluss noch die Frage, am 30. Juni kommt der Spielplan raus. Hast du einen Wunsch? Wir haben jetzt 3-mal in Folge auswärts angefangen in der Vergangenheit. Würde so ein Heimspiel am ersten Spieltag, glaube ich, ein bisschen mehr Vorfreude wecken noch? Ja, ich freue mich ja auch schon, dass wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt ja auch schon ein paar Dauerkarten verkauft haben. Also ich glaube, so ein bisschen wird honoriert, was wir in der letzten Saison auch hier gespielt haben, gerade in den Heimspielen. Ja, und dann wünsche ich mir für unsere Fans, dass wir natürlich auch mit dem Heimspiel starten können. Ich glaube, da würden sich alle drüber freuen. Letztes Jahr war es sehr herausfordernd beim Drittligameister. Aber auch da, wenn es dann wieder so positiv ausgeht wie in Magdeburg, dann würde ich auch Auswärtsspiel nehmen. Aber ja, wir haben schon ein paar Mal jetzt auswärts angefangen. Jetzt wäre es echt schon ganz cool, dann im Juli sind wir dann noch dran, Ende Juli, wenn wir mit dem Heimspiel starten würden in die Saison.